Welche Kraft habe ich? Also, ich denke mal, alles, was ich in meinem Herz trage. Geschichte. MG. Würde gerne viele Stellen kennenzulernen, aber ich bin einfach sehr Kubaner. Also, ich werde immer woher komme, fragen. Ja. Den Namen weiß ich nicht mehr. Ja. Aber das war so eine deutsche Mädchen, so etwas mit Rassismus. Und das war sehr interessant. Wir waren so eine Finale in Kuba, also meine letzte Spiel in Kuba. Also in meinem Verein, wo ich gespielt habe, woher ich komme. Wir haben so Finale gespielt und ich hatte schon den Ball, ich hatte schon die Möglichkeit, den Game Winner so. Aber nur, also ich habe schon den Kopfliga gemacht und der Ball ist einfach in den anderen so geblieben und einfach nach außen und so. Und dann haben wir nochmal noch zwei Spieler gespielt und im Finale verloren. Erste Mal, ich hatte schon mein Team, meine Kollegen, meine Vierte, die haben schon angefangen. Und dabei bin ich auch noch so mit denen auch noch dabei, so in den Platz zu gehen. Bin schon in den Platz gegangen mit denen, aber ungemein habe ich schon auch noch ein Video von Michael Jordan noch gesehen und habe mir so gesagt, ich wünsche mir so einfach großartiger zu sein wie der. Ja. Ich würde sagen, so, ich bin sehr freund, sehr loyal, nette Person, denke ich mal, und lustig. Also gerade, ich höre mir an so sehr viele, also es gab so einer, der aus Kuba kommt, der heißt Soy un Campeón.